Hallo, schon gehört? Indiana Inuit, das Nordamerika-Filmfestival, findet wieder in Stuttgart statt. Und zwar vom 19. bis 22. Januar 2012 im Treffpunkt Rotebühlplatz. Mein Name ist Gunther Lange, ich bin künstlerischer Leiter der Veranstaltung, die einzigartig in Europa ist. Mehr als 50 indigene Filme aus Nordamerika stehen auf dem Programm und warten auf Sie. Ich würde mich sehr freuen, Sie zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Nach Jahrzehnten der Stereotypisierung haben Indianer und Inuit nun selbst die Kamera in die Hand genommen. Sie treten mit bemerkenswerten Filmen an die Öffentlichkeit. Filmen, in denen sie ihre Kulturen und ihre Lebenswirklichkeiten vorstellen, als Regisseure, Schauspieler und Autoren. Das Nordamerika-Filmfestival präsentiert unter dem Motto Between Tradition and Multimedia Life mehr als 50 dieser Filmproduktionen. Über Dokumentarfilme, Musik- und Tanzvideos bis zu abendfüllenden Spielfilmen. Darunter eine große Auswahl für ein junges Publikum. Zum Rahmenprogramm gehören ein Konzert mit der Sängerin Radmila Cody und verschiedene Vorträge und Diskussionsrunden mit indigenen Gästen. Unter anderem wird der Menschenrechtsaktivist Dennis Banks über die politischen und sozialen Hintergründe des American Indian Movement referieren. Auf der Festival-Website finden Sie alle wichtigen Details zum Festival, seinen Gästen und natürlich zum Filmprogramm. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Indiana Inuit, das Nordamerika-Filmfestival in Stuttgart. No solution, no revolution. Revelation proving the poor losing. We choosing between me and you and easily bruising. The planet amusing, fantasies that keep us enthusing. We unmoved when powers are abused. We cool just body shoes.